IV Straßensound. Jetzt kommen wir zur Kategorie 10 Lieblinge. Die haben wir letztens eingeführt bei TV Straßensound und wir fangen einfach mal an. Also keine weiblichen Lieblinge, sondern was ist dein Lieblingssong? Mein Lieblingssong? So international, also was du hörst. Oh, Alter, jetzt stellst du mir eine Frage, Alter. Man hat ja manchmal so einen Lieblingssong. Song, Alter. Einer meiner Lieblings, einer krass, The Game Dreams. Okay. Ist für mich ein mieser Song, Eminem, When I'm Gone. Es gibt so viele, Alter, internationale Songs, die für mich überkrass waren. Aber jetzt, du weißt gar nicht, in welchem Jahr du jetzt reingehen sollst. Jetzt war ich gerade, glaube ich, 2005 oder so. Ja, klar. Ja, was noch? Die nächste Frage ist dein Lieblingsalbum. Mein Lieblingsalbum? Also was dich so am Herzen geprägt hat. Muss ja auch kein Rap-Album gewesen sein. Mein Lieblingsalbum in den, ich sag mal, die letzten, ich sag mal, mein Lieblings-Rap-Album international in den letzten, was sagen wir, in den letzten 5 Jahren, sagen wir 6 Jahre, damit es hinkommt, oder sagen wir 7 Jahre, in den letzten 7 Jahren in Amerika war auf jeden Fall The Game, Doctor's Advocate und Deutsch, boah, Alter, Deutsch die letzten 7 Jahre. Was kam die letzten 7 Jahre? Azad, Game Over. Ja, ich sag immer okay. Nur eins. Es gibt alles vieles, ja, was feiere, aber das ist so schwer. Sachen, aber Alter, Musik ist wie so eine Filmkartei. Wenn du mir jetzt sagen würdest, das ist ein Lieblingsfilm, ich wüsste auch nicht, wo ich anfangen sollte. Die Frage kommt gleich. Also erstmal noch dein Lieblingsrapper. Ja, mein Lieblingsrapper? Genau, so allgemein. So wie du gerade schon rausgehört hast, also Amerika, also Tupac ist für mich sowieso eine Kultperson, aber das ist eher viel mehr seine Persönlichkeit als sein Rap, obwohl ich seinen Rap auch tot feiere. Allerdings für mich Eminem und The Game so, wenn wir von der Neuzeit gehen, aber sonst auch Biggie war überkrass, er war schon damals mieser Techniker. Und von den ganz neuen Sachen jetzt, ich feiere Kendrick Lamar, A$AP Rocky, diese ganz neue Ecke finde ich geil. Ja. Alles klar, jetzt kommt's. Zu deinem Lieblingsfilm. Okay, Film. Was ist dein Lieblingsfilm? Boah. Und jetzt sag nicht Scarface. Ach, Quatsch. Scarface ist ein guter Film, aber ist nicht mein Lieblingsfilm. Ich musste jetzt mehrere sagen, ich kann jetzt nicht einen sagen. Dann hau mal ein paar raus, damit die Leute wissen, was die bei kinox.de ja, die haben sich anschauen können. Man on Fire ist ein sehr krasser Film für mich. Man on Fire. Kennst du Man on Fire? Man on Fire, nein, kenne ich nicht. Habe ich schon mal gehört, aber ich habe noch nicht gesehen. Mit Denzel Washington, wo er diese Mädchen beschützt. Man on Fire ist krass. Gesetz der Rache war sehr krass. Hurricane mit ich bin ein mieser Denzel Washington Filmfan. Ich mag auch diese ganzen längeren Knastfilme wie die letzte Festung und die Verurteilten und so. Ich habe viele Filme. Diese ganzen Mafia-Dinger kenne ich auch alle quer durch die Bank. Aber das sind so Filme, die sehe ich immer nur einmal, weil zum Beispiel so ein Goodfellas kann ich nicht zweimal gucken, weil der Film dauert fast 200 Minuten, Alter. Ja, aber so Gesetz der Rache, Man on Fire. 96 Hours war auch krass. Die Batman-Filme sind richtig krass. Die Dark Knight-Reihe. Ja. Korrekt, dann wäre das mal beantwortet. Und dein Lieblingsbuch, falls es da eins gibt. Boah, ich habe in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so viel gelesen, aber ich lese hin und wieder, immer mal wieder. Was ist mein Lieblingsbuch, Alter? Das letzte, was ich gelesen habe, ist 48 Gesetze der Macht. Aber das ist meiner Meinung nach voll das Teufelsbuch. Ist ein sehr krasses Buch, aber ist voll das Teufelsbuch. Ein krasses Buch, was ich auf jeden Fall die letzten Jahre gelesen habe, hieß Treibjagd. Aber das Buch ist verboten. Okay. Dazu will ich auch an der Stelle nicht mehr viel sagen, könnt ihr selber auschecken. Alles klar. Ja. Jo, was ist dein Lieblingsauto? Mein Lieblingsauto? Ein Traumwagen. Ein Traumwagen ist natürlich Bugatti Veyron, aber diesen Traum wird sich, glaube ich, keiner in Deutschland erfüllen. Was haben wir noch so? Ich weiß nicht. Ich bin natürlich mieser Mercedes-Fan. Ein Freund von mir hier aus Essen hat sich einen krassen Wagen geholt. Ein CLS 65, 63 AMG in schwarz matt. Den neuesten. Der sieht sehr krass aus. Aber warte mal, was ist mein Liebling? Königseck. Zonder. Mein Liebling ist schon der CL. Korrekt. CL 63 AMG. Alles klar. Und dein Lieblingsland? Also jetzt nicht dein Heimatland, sondern so dein Lieblingsurlaubsland. Kann ja auch dein Heimatland sein. Mein Lieblingsurlaubsland? Wo du gerne mal hin willst. Holland. Oder schon mal was. Holland, alles klar. Kurz und bündig. Du bist Bescheid. Ja, die Lieblingsstadt in Deutschland?
Lieblingsstadt in Deutschland. Du bist auch ein bisschen rumgekommen, natürlich. Guck mal, ich bin in Berlin mittlerweile schon wie zu Hause, aber deswegen zähle ich jetzt Berlin nicht dazu mit. Also ich finde, Süddeutschland gefällt mir sehr. Baden-Württemberg, Stuttgart. Ich liebe Süddeutschland, Alter. Okay. Sehr schöne Ecke. Ist nicht so dreckig wie hier. Alles klar. Dann kommen wir zur Lieblingsfrau. Lieblingsfrau? Also, welche Frau findest du am ansprechendsten? Genau, sagen wir mal so. Wen? Ich muss mich gerade entscheiden zwischen... Wen gibt's zur Auswahl? Wie beim Bachelor. Jessica Alba. Alba. Jessica Alba. Jessica Alba. Adriana Lima. Oder auch beide. Oder auch beide zusammen. Wen haben wir noch? Ja, die beiden sind schon. Lisa Ann, kennst du Lisa Ann? Ja. Lisa Ann kennst du? Pornodarstellerin, ne? Ja. Wer kennt die nicht als Mann? Ich folge. Hä? Aletta Oshin oder so? Nee. Kennst du nicht? Lisa Ann, ich folge der bei Twitter. Ach was? Ja, ehrlich. Okay. Also, was? Alles klar, kommen wir zur letzten Frage. Lieblingspolitiker? Genau, Lieblingspolitiker, falls es da einen gibt, weil du weißt ja, unter Jugendlichen Politikverdrossenheit, aber man den Leuten auch irgendwas mitgibt. Eine Wahlempfehlung oder sonst was. PA Sports. Ahmed Dinijah. Okay, alles klar. Jetzt könnt ihr zwar in Deutschland nicht wählen, aber... Nein, hier in Deutschland meinst du jetzt, Lieblingspolitiker? Genau. Ich bin politisch hier in Deutschland gar nicht so aktiv. Keine Ahnung, wer ist denn gut? Gibt es einen so, der für die für demokratische, soziale so Rechte steht, links eingestellt, der eigentlich praktisch alles verwirklichen würde, was du dir auf Anhieb wünschen würdest? Nein. Gibt's nicht? Gibt's nicht. Sorry. Gibt's. Immer das kleinste Übel wählen. Also ich finde, so in einem Scheißhaufen zwischen Scheiße zu wählen, kannst du, such dir irgendeine Scheiße aus. Alles klar. Das waren die 10 Lieblinge mit PA Sports. Yo, auf TV Straßensound. Abonnieren nicht vergessen. TV Straßensound. Eure Karten könnt ihr gewinnen.